Die schönste Aussicht der Welt? Naja, sagen wir mal eine der schönsten. Aber immerhin. Moin Moin! Wie versprochen, heute Teil 2 unserer Reise zum Geiranger Fjord. Hier sind wir ja vor ein paar Tagen jedenfalls links abgebogen und da geht es jetzt weiter über den Dalsnibber-Pass. Im Winter halt gesperrt, jetzt auch gerade, wie wir gleich sehen werden. Hier die Hinweisschilder dazu, Steinschlag, Achtung, nicht zu lang und hier ist der Baum und dann noch der Hinweis, dass es eine wunderschöne Strecke ist. Ist es wirklich? Da, wo das rote Einfahrtsverbot ist, geht es los, dann über die Straße 63 an den Seen entlang bis nach oben nach Geiranger. Und ich kann euch sagen, das war eine Strecke. Meine Güte. Man hat ja so seine Vorstellungen von Norwegen und sagt, oh, ist das schön und wie toll ist das doch und überhaupt. Aber hier an diesen Seen entlang, durch diese baumlose, ja, soll man sagen, Tundra oder norwegische Fjordlandschaft, das war absolut der Oberhammer. Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass ich so eine Vegetation sehe. Guckt euch mal die Farben an von den Flechten und Moosen und dem Gras, das dort wächst. Das in diesem Spätsommerlicht. Traumhaft. Es gibt hier tatsächlich Hütten an den Seen, wo offensichtlich auch teilweise Gastronomie drin ist. Das aber alles geschlossen. Und kann ich aber nicht sagen, ob das dem Herbst zuschulde kommt oder ob das Corona verursacht ist. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht von diesem Weg dann eine Straße ab, eine Mautstraße hoch auf den Dalsnibber. Das kostet 25 € Mautgebühr. Das fand ich schon sehr, sehr heftig. Aber ich hatte gelesen, wenn das Wetter schön ist, fahr hoch. Es lohnt sich auf allemal. Eine der schönsten Aussichten der Welt. Und das ist der Weg, schön verzirkelt bis auf die absolute höchste Bergspitze. Das ist wirklich die Bergspitze des Dalsnibbers. Da haben die einen Parkplatz drauf gebaut. Ja, den Raufweg, den machen wir noch ein bisschen schneller, weil das war schon eindrucksvoll und ich konnte auch schon mal rechts sehen, ah, dieser wunderschöne See. Aber das war gar nicht das Highlight. Das Highlight war dann oben und auch die Rückfahrt runter, die ich dann noch mal ein bisschen genauer erläutern werde. Hier sei erstmal gesagt, dass üblicherweise im Sommer hier eine Menge Schnee liegt und es auch schon mal sein kann, dass diese Straße auch im Sommer gesperrt ist. Wir hatten aber praktisch gar keinen Schnee hier. Es war auch angenehm warm, so 10 Grad würde ich sagen, oben auf der Spitze. Also für Berg 1500 Meter ist er übrigens hoch, für eine Bergspitze ganz okay von Temperatur her. Und man fährt Tausende von Kilometern, was kommt einem entgegen? Ein Reisebus aus der Heimatstadt. Ich habe sehr gelacht, wir haben uns kräftig zugewinkt. Ein Lüneburger Reisebus war auch auf diesem Bergspitze, auf diese Bergspitze gefahren. Tja, da ziehe ich meinen Hut ganz tief. Ich hatte ja auch schon gedacht, was eine Kurbelei, diesen Berg hoch, Straße perfekt ausgebaut. Aber was ein Kurbelei, links rum, rechts rum. Und zum Busfahrer, der ist meine Achtung ganz schön gestiegen, wer mit so einem riesen Reisebus sich hier hochquält, der kann Auto fahren oder mal der kann Bus fahren. Ja, wir kommen immer höher und die Aussichten werden immer fantastischer. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so serpentinenmäßig und irgendwann ist man dann ganz oben und sieht dann schon den Aussichtspunkt. Und jetzt schalte ich mal auf die normale Geschwindigkeit zurück. Achtung, jetzt. Und kann euch vorstellen, das dauert sonst so lange. Und so fährt man dann da hoch und dann kommt man um die Ecke rum und weiß ja gar nicht, was einen so erwartet. Und man guckt aus dem Auto und sieht dann rechts schon, boah, diese Aussicht, die könnte sich wirklich lohnen. Mal kurz angehalten und ja, beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Auf der Spitze dieses Berges gibt es ein Restaurant, was aber gerade im Bau war, auch wegen Corona wahrscheinlich noch nicht fertig geworden. Und da gibt es so einen Skywalk, wo man eben drumherum gehen kann, der ist auf Gittern, wo man auch runtergucken kann, mit einem ja, spektakulären Ausblick. Der schönste Ausblick der Welt, ich weiß nicht, der schönste, auf dem ich bisher gewesen bin, das kann ich sagen. Schaut mal. In der Ferne liegt der Geiranger Fjord mit dem Ort Geiranger und man sieht dort ein kleines Schiffchen liegen.
Das ist die Mein Schiff 1, die liegt dort vor Anker. Man sieht hier noch, der Steg ist noch dran an dem Schiff. Also heißt, die Leute sind ausgelagert sozusagen in den Ort gekippt, wie ich immer sage, und sind noch unterwegs. Aber was für ein Ausblick. Die Straße fahre ich dann auch noch zurück. Ich habe hier ab und zu mal ein Foto eingeblendet, um diese schöne Struktur zu zeigen. Diese Felsen waren von einer Struktur, einer Detailtiefe, die mich einfach umgehauen hat. Das war auch optisch-plastisch so interessant. Und dieses Farbspiel in diesem warmen Abendlicht und unten die kleinen Autos. Hier nochmal ein Foto. Einfach ein Traum. Ich hatte erst überlegt, na, bleibst du irgendwo einfach stehen, übernachtest du dort? Aber dachte, nein. Ich will auch noch nach Geiranger runter und ich hatte mir auch erhofft, dass auf der Rückfahrt durch das schöne Licht, was jetzt immer besser wurde, weil die Sonne so schief stand, ich noch ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Und gerade hier schon diese Mautstraße zurück, die war schon wirklich eindrucksvoll, was die Landschaft angeht. Und wenn wir jetzt gerade von der Dalsnibber, das heißt wirklich die Dalsnibber, runterfahren in Richtung des Djupvatnet, oder so heißt er, Djupvatnet, genau, das ist der See, der unten so schön blau-grün schimmert, ja, haben wir einen Ausblick. Ja, ich habe extra mal verlangsamt, ihr seht das ja gerade. Laut Wikipedia ist das oft im Sommer auch verschneit und auch eingefroren, also es gibt dort auch oftmals Schnee und Eis auf dem See. Wir hatten hier perfektes Wetter. Und es gilt die alte Regel, dass der Fotograf in der Mittagszeit eine Pause macht, eine Siesta hält. Denn dann, wenn die Sonne tief steht, dann gibt es das schöne Licht. Und das ist hier auch wieder mal wirklich der Fall. Ich glaube, ich hatte einfach auch tierisches Schwein mit dem Wetter und dem Zeitpunkt, als ich hier war. Ja, folgen wir noch ein wenig in Serpentinen mit der Hoffnung, dass euch nicht schlecht werden möge. Ich glaube, als Fahrer merkt man das ja nicht so. Ich glaube, für Familien mit empfindlichen Kindern ist das kein Weg. Man möchte natürlich ständig anhalten und gucken. Leider gibt es hier keine weiteren Parkplätze, an denen man mal stoppen könnte und nochmal die Kamera zücken kann. Aber dank meiner DJI, die ich auf dem Armaturenbrett montiert habe, ging das eigentlich ganz gut. Was ein Blick. So, und wenn wir jetzt die Straße herunterfahren, kommen wir jetzt auch gleich wieder unten an. Hier unten sind wir jetzt an der Djupvatnet-Hütte, heißt sie irgendwie so ähnlich. Das ist diese große Hütte, die auch wohl auch Gastronomie ist. Da kommen wir jetzt mal vorbei, wieder raus aus der Mautstrecke. Und ich hatte nochmal überlegt, na, hältst du einfach an und schläfst eine Runde, also über Nacht da, aber ich wollte dann doch nach Geiranger. Weil auch das Wetter so schön war und das Licht so schön war, dass ich dachte, du hast die Straße hier von oben schon gesehen. Die wird auch, wenn du sie fährst, sehr eindrucksvoll sein. Und das war sie dann auch. Rechts Wasser, links Steine. Schaut mal. Wir haben hier 9% Gefälle und eine tolle Aussicht. Später sind es auch 10% und ich musste schon ein wenig vorsichtig fahren, also einen kleinen Gang, weil die Masse von Dusty doch schon nach unten zog. Aber das hat er ganz gut hingekriegt und ich hoffe, ich habe meine Bremsen auch nicht zu sehr abgenutzt. Hier nochmal in langsamer Fahrt, das ist die wirkliche Geschwindigkeit, die ich fahre. Es ist doch langsamer, als man denkt. Man kann hier einfach nie schnell fahren und wenn man da mal durch diese Kurven nach hinten geführt wurde, also praktisch in die andere Richtung, stellte man fest, rauffahren wäre bestimmt auch toll gewesen, denn diese Felswände in dem Abendlicht, immer wieder mal ein Wasserfall dazwischen und diese kunstvoll in die Landschaft gelegte Straße, ein Genuss.
Steil abwärts geht es mit uns. 10% Gefälle. Hier bei der Gelegenheit sei auch nochmal auf die norwegischen Autofahrer hingewiesen, die einfach freundlich sind, immer herzlich sich bedanken, wenn man sie vorlässt, die nie drängeln, nie hupen. Ab und zu brettert mal ein Tesla die Berge rauf, aber selbst dann mit Rücksicht, man sieht aber, was für einen Spaß das machen muss, die Berge mit so einem leistungsstarken Elektroauto hochzufahren. Es gibt viele Teslas in Norwegen, definitiv. Ja, und jetzt sind wir schon auf halber Höhe, kurz über Geiranger, und hier ist dann der nächste Aussichtspunkt mit einem Blick auf Mein Schiff 1. Aber schaut mal selbst. Da liegt sie, die Mein Schiff 1, jetzt ohne den Kai, der daran führt, kurz vor der Abfahrt. Übrigens mit dem iPhone 11 direkt aus der Hand gefilmt. Nicht schlecht, oder? Ja, und jetzt ging es dann runter. Jetzt fahre ich am Hotel Union vorbei. An diesem Hotel Union gibt es eine Webcam, die auf den Geiranger Fjord zielt. Und ich verlinke euch die unten mal, weil dann sieht man auch diese kleine Kirche, auf die ich jetzt gerade zufahre, und sieht auch die Straße, die ich jetzt hier gerade herunterfahre. Und man sieht auch den Platz, wo das sie dann gleich steht, wenn ich unten im Campingplatz angekommen bin. Gutes Timing. Ich habe genau noch mitgekriegt, dass die Mein Schiff 1 losfuhr. Man sieht, Motoren sind an und Schrauben arbeiten. Sie fährt los. Später haben wir nochmal einen Kreuzfahrer. Nämlich dann, wenn ich mit meinem Dusty dann auch über die Fähre fahre, dann kommt uns dann ein anderes Kreuzfahrtschiff entgegen. So, und dann auch ab zum Camping Geiranger, eine der größeren Campingplätze, auf denen ich war. Kann ich empfehlen, war sehr gut ausgestattet, war sauber und ein toller Platz. Ein bisschen wenig Stromanschlüsse, aber ein toller Platz mit einem wunderbaren Blick auf den Fjord. Ich glaube, viel besser kann man nicht stehen, oder? Ich fand's toll. Und hier bin ich 2 Tage geblieben, aber das ist eine neue Geschichte. Fortsetzung folgt.